Sie sind noch unentschieden, welches Fach Sie studieren möchten? Sie suchen Informationen über die verschiedenen Studienfächer? Die Online-Studienfachwahlassistenten der Freien Universität Berlin, kurz OSA genannt, stellen über 60 Studiengänge vor, um Sie bei Ihrer Entscheidung für das richtige Studienfach zu unterstützen. In dieser Woche möchten wir Ihnen den OSA des Bachelorstudiengangs Lateinische Philologie vorstellen. Im OSA der Lateinischen Philologie berichten Studierende über ihre Erfahrungen im Studium. Was macht das Studium so besonders? Die unglaublich breite Gattungs- und Themenvielfalt. Also ich glaube, bei der Lateinischen Philologie im Studium ist da wirklich für jeden was dabei. Ob ich nun geschichtsinteressiert bin oder mich für Philosophie interessiere oder ja für Komik, was auch immer. Mein absolutes Highlight war ein Auslandsaufenthalt in Australien für ein Jahr, den mir die FU über den Direktaustausch ermöglicht hat. Und da habe ich ein Jahr lang nur Latein studiert und das war wirklich fantastisch. Also erstmal einfach ein anderes Land kennenlernen, eine andere Kultur, aber dann auch dort einen fremden Studienalltag. Die Inhalte und Anforderungen des Studienfachs werden von Frau Professorin Melanie Möller vorgestellt. Das Kerngeschäft besteht eindeutig in der Arbeit am Text, in der intensiven Arbeit am Text. Also wir lesen und interpretieren, wie in allen anderen Sprachen und Literaturen auch. Bisweilen denken die Leute, wir würden alles auf Lateinisch machen, aber da kann ich Entwarnung geben. Das kann man machen, muss man aber nicht. Eine Konzentration auf die Spracharbeit, also Übersetzung, Grammatik, Textkritik und Überlieferungsgeschichte, gibt es auch, also das ist ein Punkt, der auch eine große Rolle spielt, aber darüber hinaus versuchen wir zu deuten. Also Hermeneutik, Interpretation steht im Mittelpunkt. Da geht es aber immer, also es geht um die Texte, aber nicht nur um die Texte. Es geht immer auch darum, unser Selbstverständnis zu überprüfen, unsere Voraussetzungen, die wir an die Texte herantragen, die kulturellen Kontexte, aber vielleicht auch psychologische, anthropologische Voraussetzungen. Und wir wollen immer auch herausfinden, was denn die Gegenwartsbezüge sind. Also natürlich, alle wissen, es gibt eine Art von kulturellem Erbe. Die Antike spielt in unserem modernen Leben auch eine Rolle. Aber wir wollen da noch weitergehen und bei jeder einzelnen Frage uns überlegen, was ist denn eigentlich modern in den alten Texten selber. Anhand interaktiver Beispielaufgaben können Sie sich probeweise mit Studieninhalten auseinandersetzen. Sie können sich einen Beispielstundenplan für das erste Semester anschauen, Informationen über mögliche Perspektiven nach dem Studium und vieles weitere mehr. Wenn Sie mehr über die Lateinische Philologie erfahren oder weitere Studienfächer der Freien Universität Berlin kennenlernen möchten, besuchen Sie die OSA-Plattform unter www.osa.fu-berlin.de.